Hallo ihr Lieben, hier sind Fabian und Jenny und zusammen sind wir 50 Kilo Glück, der Podcast mit Zelt. Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder. Wir waren etwas weg, aber nun sind wir wieder da. Das ist, so ist das manchmal so, wenn man halt noch irgendwas hauptberuflich oder nebenbei so macht, neben seinem Kram, dann kommt das halt manchmal dazu, dass man es einfach nicht schafft, eine Folge aufzunehmen. Aber heute haben wir eine besondere Folge, nämlich eine, auf die wir uns komplett gar nicht vorbereitet haben. Also wir sind völlig am Freifliegen und ich glaube, vielleicht kriegen wir das gut hin. Ich möchte aber kurz nochmal was erzählen, denn die Zeit haben wir tatsächlich sinnvoll genutzt. Wir haben unser ganzes Jahr durchgeplant, wo und auf welchem Campingplatz. Also ich glaube, 52 Tage haben wir geplant, weg zu sein. Und genau, also das sind jetzt die gebuchten Tage überhaupt. Genau. Also da werden wir sicherlich aber auch nochmal eine Folge zu machen. Also zumindest hatten wir das geplant, nochmal das, was wir so fürs kommende Jahr geplant haben, einfach in einer Folge mal für euch zusammenzustellen, damit ihr wisst, was wir 2021 jetzt in unserer zweiten Campingsaison einfach vorhaben. Ich würde jetzt sagen, jetzt kommen wir zu unserem eigentlichen Thema. Und das heißt, Deko beim Camping, kann das weg? Oder ist das Kunst? Oder umgekehrt? Bei mir ist es ganz oft, kann weg. Bei Fabian ist es ganz oft, ist Kunst. Lustigerweise kamen wir überhaupt auf diese Idee, weil wir uns ja in unserer letzten sehr, sehr tollen Folge mit Johanna vom BVCD von Campingland Deutschland unterhalten hatten. Und im Vorgespräch hatten wir darüber gesprochen und vor allen Dingen hatte sie auch in einem Post kurz vor unserem Podcast aufnehmen, hat sie nämlich bei Campingland Deutschland einen Post gemacht zum Thema Deko beim Camping. Und daran scheiden sich ganz offensichtlich die Geister. Da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Meinungen zu. Tatsächlich finde ich, gehört Deko schon dazu. Aber ich mag am liebsten so natürliche Deko. Also das eine Mal hatte ich von der Arbeit noch so einen richtig schönen, bunten, großen Blumenstrauß. Und es war halt Wochenende und dann hat irgendjemand den halt mitgenommen und dann war ich diejenige. Und dann waren wir halt aber dieses Wochenende campen und dann stand dieser wunderbare Blumenstrauß auf dem Tisch. Und es sah einfach wundervoll aus. Ja, genau. Und das war, ja stimmt, das haben wir auch sehr, sehr zelebriert, diesen Blumenstrauß. Und es ist ja jetzt fast ein Jahr her, dass wir angecampt haben. Und das haben wir bei meiner Mutter im Garten gemacht. Da haben wir unsere ganze Ausrüstung mitgenommen und haben bei meiner Mutter im Garten gecampt und die ganze Ausstattung, die wir damals noch hatten, die ist lustigerweise gar nicht mehr so mit der vergleichbar, die wir jetzt haben. Und da haben wir das alles ausprobiert, das Haus einfach als Waschhaus benutzt, genauso wie es auch auf dem richtigen Campingplatz ist. Denn unsere letzte Campingreise vor diesem Mal war ja doch einige Jahre her, also bei mir zumindest. Aber ich glaube, bei mir auch 4, 5 Jahre bestimmt. Ja, bei mir waren es definitiv eher 10 oder 15 Jahre. Und da musste man, und vor allen Dingen, wir mussten uns komplett neu auf Camping einstellen und also insbesondere aufs Zelten und im Wohnwagen, ich glaube, oder im Wohnmobil, da hätten wir definitiv weniger Wissen neu aneignen müssen, aber beim Zelten war das dann halt schon so, passt das mit der Ausrüstung? Und da waren wir dann im Garten und da hat meine Mutter uns dann noch so einen Blumenpott vors Zelt gestellt, weil sie das so hübsch fand. Stimmt, irgendwie mit deinen Lieblingsblumen. Welche sind denn das? Das waren diese Hornveilchen. Genau. Meine Mutter liebt Hornveilchen und da hatten wir dann so eine Blumenschale Hornveilchen mit Erde da drin und das sah sehr interessant aus. Und da ist tatsächlich unser erster Post auf Instagram entstanden. Stimmt. Mit dem schönen Sonnenuntergang im Hintergrund. Nee, unser erster Post ist gut, dass du es nicht weißt. Ist das bei Tageslicht, wo man sogar diese Blumenschale rechts an der Seite vom Zelt auch sehen kann. Schande über mich. Ja, das passiert, denn es ist halt auch schon wieder einfach alles irgendwie dann doch ein Jahr her. Ja. Und von da an wussten wir, dass unsere Campingausrüstung, dass wir das irgendwie wollen,
alles irgendwie nach einem Grundschema auszurichten und farblich in einer Richtung zu sein, dass es einfach alles zusammenpasst und wir uns wohlfühlen. Und ich finde, das kann man bei uns im Zelt echt gut machen. Und ich finde auch beim Zelten tatsächlich ziemlich wichtig, dass so Naturfarben, sag ich mal. Also ich möchte da jetzt irgendwie, ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich mir so ein neongrünes, ja, oder orange, also so ja, das also ja gut, orange ist ja noch eher in einer Naturfarbe, Hagebutten oder sowas können ja auch gerne mal orange sein, aber so diese Neonfarben, diese so neonfarbenes Grün, Königsblau oder sowas, das würde ich dann schon beim, also danach haben wir ja auch tatsächlich unser erstes Zelt auch ausgesucht und tatsächlich auch alle anderen Zelte, also sowohl unser großes und mittlerweile das Ergänzungszelt, was wir jetzt neu haben, wofür ihr auch nochmal eine Folge bekommt, sind ja von der Farbgebung her schon eher in den natürlicheren Tönen gehalten. Genau, nie so knallig. Aber gut, manche mögen das und dem, das finde ich dann auch vollkommen in Ordnung. Ja, also natürlich. Das ist ja genau das. Wir kriegen ja so oft auch die Rückmeldung, dass unsere Art zu campen völlig das Gegenteil ist von dem, was andere Leute gerne mögen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Aber scheinbar gibt es genug Leute, die das trotzdem dann, auch wenn es überhaupt für sie selbst nichts ist, das dann doch trotzdem gerne noch irgendwie verfolgen oder irgendwie dabei sind. Das lässt natürlich dann auch immer hoffen und das ist halt immer unsere Meinung und ich glaube, gerade was Camping und insbesondere das Deko beim Camping anbetrifft, ich will jetzt gar nicht die Frage aufmachen, Thermomix im Zelt oder ja oder nein oder im Wohnmobil oder im Wohnwagen. Also das ist, da ist man dann schon immer sehr, sehr drauf angewiesen, dass das einem selbst gefällt und Hauptsache man fühlt sich wohl. Tatsächlich finde ich aber für uns, also ich mag so Lichterketten unfassbar gerne, die auch so ein schönes Licht geben. Und also wir haben natürlich auch Lampen, die Licht spenden. Also wenn man abends irgendwie nochmal schlafen geht und nochmal irgendwas sucht vorm Schlafen gehen, da braucht man ja auch einfach Licht im Zelt und da bringen diese paar Lichterketten dann einfach nichts. Dementsprechend braucht man dann auch so ein helles, manchmal kaltweiß Licht. Das ist dann halt nicht gemütlich, aber praktisch. Da habe ich ja jetzt auch Abhilfe geschaffen, indem ich mir eine Hängelampe zugelegt habe. Das war... Und wieder auf, der eine brauchst, der andere nicht. Genau, also es ist ja nicht mal so, dass wir uns untereinander einig sind mit vielen Dingen. Am Ende kommt was raus, wo wir mit zufrieden sind, aber wir sind uns ganz oft nicht einer Meinung, was Deko anbetrifft. Also ich finde zum Beispiel die Plastikblume auf dem Tisch, also das ist für die Leute, die es jetzt bei Instagram noch nicht gesehen haben, so in so einem grauen Blumentopf, so ein grünes Plastikgras-Imitation. Genau, also Das kriegt man bei einem Ikea, bei einem schwedischen Möbelhaus. Und das ist natürlich ganz, ich habe keine Lust, jedes Mal ein Blümchen zu kaufen, wenn wir campen fahren und das dann irgendwie da auf dem Platz einzupflanzen. Deswegen muss es dann halt da ausnahmsweise mal vor Plastik allem, als sein. Wir diesen Blumenstrauß hatten, es war halt so windig und andauernd ist die Vase umgekippt, wo da Blumenstrauß drin war. Ja, genau. Und andauernd waren wir da diesen genau Tisch am Abwischen, ja. Ja, also Blumenstrauß, Vase und Wind vertragen sich nicht so gut. Das kann ich nicht so gut als Deko empfehlen, auch wenn es wahnsinnig schön aussieht. Tatsächlich ist aber deswegen auch diese Plastikblume, also ich stehe überhaupt nicht, also privat haben, ich glaube in unserer Wohnung gibt es nicht eine Plastikblume und finden wir weder ästhetisch noch sonst irgendwas, aber so als Blumenpott auf dem Esstisch im Zelt fanden wir dann doch irgendwie ganz schön, vor allen Dingen so Gräser, die sehen ja halt noch mal ein bisschen mehr dekorativ aus als vielleicht so eine Primel oder so aus Plastik. Das finde ich sieht dann eher albern aus. Das stimmt. Aber wir haben da wirklich, also manche haben ja auch diese Wimpelketten an Zelt, an Campingwagen, Mobil, je nachdem. Finde ich auch ganz toll. Ich glaube, Fabian ist davon... Bin ich völlig raus. Ich finde Wimpelketten
Habe ich auch auf Instagram gesehen. Oh, das ist eine sehr Instagram-lastige Folge. Es ist aber auch völlig in Ordnung. Ich habe heute gerade gesehen, Wimpelkette ja oder nein. Und da habe ich gesagt, also für mich definitiv nein. Und ich finde die so an sich ganz schön, aber in unserem Zelt kann ich mir die nun einfach nicht vorstellen. Ja gut, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Vor allem wüsste ich nicht, wie ich sie irgendwo hinhängen soll. Aber ich finde das bei Wohnwagen und Wohnmobilen wirklich schön, wenn... In anderen Zelten auch. Ja, das stimmt. Aber es passt halt nicht zu unserem Zelt. Nee, zu unserem... Weil einfach unser Zelt haben wir uns, ohne dass wir irgendwie drauf geachtet haben, uns für eher so eine sehr klare Linie, fast, ja, so ein... Wie hat das der Deutschland-Mensch von unserer beliebten Zeltmarke gesagt? Das ist halt schon ein sehr klassisches, skandinavisches, puristisches Design. Und das unterstreiche ich definitiv. Und da wir ja mittlerweile von unserer Erstausstattung, die wir ganz am Anfang hatten, ja gar nicht mehr so viel haben... Und im Moment ja auch immer noch so dabei sind, für die kommende Saison einfach Sachen, die uns irgendwie besser gefallen, auszuwechseln. Ist es schon so, dass wir wirklich ein sehr puristisches Design im Zelt haben, ohne dass es an der Gemütlichkeit hapert. Aber ich glaube, da ist jeder anders. Also ich will irgendwie gar nicht mehr im Zelt haben, weil ich Zelten an sich, ich mag auch die Natur und die Natur ist an sich schon so schön, dass man manchmal auch gar keine Deko braucht. Aber ich finde, das ist jedem halb selbst überlassen. Das stimmt. Allerdings kann ich auch gut verstehen, wenn Leute sich das Zelt mit Deko vollknallen oder ihr jeweiliges Freizeitfahrzeug, was auch immer das ist. Zum Beispiel ein Blog, den wir sehr intensiv verfolgen und wo wir die Betreiberin halt auch gut kennen, ist es einfach so, die nutzt also sehr viel Deko. Da ist das wirklich eine sehr, sehr umfangreiche Deko-Ausstattung. Bei ihr passt das aber auch wirklich ins Zelt. Das sieht wirklich so aus, so wie, dass das da alles so hin muss. Und bei uns würde das einfach nur nach Klimbim aussehen. Ja, Klimbim passt, glaube ich, gut. und ehrlicherweise ist auch der Unterschied manchmal fließend, aber es soll halt nicht so reingerotzt und reingestellt so aussehen, sondern für uns ist es schon wichtig, dass es irgendwie passt. Tatsächlich finde ich auch, dass die Farben immer sehr zueinander passen müssen. Und das war beim ersten Zelt... Da hat nichts zusammengepasst. Ja, das also war so ein bisschen. So ein bisschen. Wir haben es, ja. Das Problem war nämlich, wir haben eigentlich alles farblich passend gekauft, weil wir dachten, das Zelt ist beige und die Vorhänge für die Fenster wären dunkelgrün. Weil das war ja, es war ein gebrauchtes Zelt. Wir haben nur im Internet Bilder gesehen und die waren nie so richtig aussagekräftig. Und dann haben wir dieses Zelt abgeholt und aufgebaut und festgestellt, dass die Vorhänge von den Fenstern blau waren. Nee, schwarz. Die waren schwarz. Oder so. Aber auf jeden Fall, ja, das war halt ein Zelt von einem der größten Camping-Läden, die es in Holland und Europa so gibt. Fängt mit O an und das ist halt... Die Produktbilder von denen sind im Internet halt nicht immer so gut. Und da von uns aus der Laden echt weit weg ist, konnten wir da uns auch nicht mal angucken oder so. Und das Zelt haben wir halt gekauft. Und ich habe das jetzt nicht, diese drei Säcke habe ich nicht ausgepackt, was eigentlich im Nachgang total dumm war. Aber das hat sich auch nicht ergeben. Das war halt, wo haben wir das Zelt gekauft? Also du warst arbeiten, ich habe das alleine abgeholt und das war ein Zelt, das war in drei, also unsere berühmten 50 Kilo, also knapp 50 Kilo, in drei Säcke aufgeteilt. Und das war ein junger Familienvater, der das Zelt einfach loswerden wollte und Platz im Keller. Der stand Corona-konform im Hausflur und wir haben uns da irgendwie so
hinverständigt, dass ich die dann irgendwie vor die Tür mitnehme und ich hatte nun definitiv keine Lust, irgendwie zwischen der Haustürtreppe und der Straße da dieses Monsterzelt auszupacken und wieder einzupacken vor allen Dingen. Deswegen wusste ich einfach nicht, wie die aussehen können und das Internet hatte auch nichts hergegeben und deswegen hatten wir dann eine Farbe auf einmal mehr. Haben wir uns aber gesagt, dass das ja irgendwie alles keine knalligen Farben sind, sondern natürliche Farben, passt da schon irgendwie zusammen. Was lustigerweise auch mit unserem dann darauf folgenden neuen Zelt auch noch gut gepasst hat. Ja. Also wir mussten die Farbgebung jetzt so dramatisch nicht ändern. Stellenweise schon, aber jetzt so insgesamt nicht. Und auch bei unserem jetzt neuen Zelt, was wir jetzt ganz frisch bekommen haben, was auch noch nie irgendwie so richtig beim Camping benutzt wurde, worauf wir noch sehr, sehr intensiv warten. Das ist, ja, darauf warten wir noch, aber da passt es von den Farben wieder extrem gut rein. Also da haben wir wohlweislich uns gut entschieden. Ich glaube, man sollte sich immer ein bisschen an einer Farbe orientieren und dann klappt das eigentlich immer. Und dann werden es vor allen Dingen auch noch wieder ein paar mehr Farben, aber man hat da nicht einen komplett bunten Strauß an Farben. Aber natürlich gibt's auch Leute, die extrem bunt sehr gut finden, denn man darf natürlich auch nicht vergessen, Zelten ist ja auch eigentlich eine sehr, sehr individualistische, sehr, sehr bunte Form und nachhaltige Form vom Camping und deswegen Zelten ist nicht gleich Zelten. Also wir könnten neben einem Zelt stehen, was genau vom Zelttyp der gleiche ist wie wir, allerdings sieht völlig anders aus. Genau. Und das ist das, was ich am Zelt immer schön finde, denn die Wohnwagen ähneln sich dann doch schon oft sehr. Ja, weil man da auch nicht so, also insbesondere auch, wenn man diese ganzen Do-it-yourself und Umbau Pimp My Wohnwagen sich anguckt, die sehen dann oft schon sehr ähnlich aus. Vom Stil her. Vielleicht, also ich würde jetzt sagen, es liegt einfach an dieser statischen Wand, die ja quasi da drum ist. Und ein Zelt lebt ja ein bisschen mehr von den Bewegungen, die das Zelt ja auch macht. Ich glaube, daran liegt es. Das ist definitiv, also klingt plausibel. Ist auf jeden Fall ein Punkt, der durchaus hinhauen kann. Erinnerst du dich noch an dieses bunte Partyzelt? Also es war kein Partyzelt, die haben da keine Party gemacht, aber am Falkensteinsee, wo wir da abends um den See gegangen sind und auf einmal war da so ein Zeltdorf aus 3 oder 4, 5 Zelten, die ungefähr alles an Lichterketten und bunten Lampen da aufgehängt haben, was sie irgendwo gefunden haben. Ja, ich erinnere mich. Die haben auch nicht Party gemacht oder nein. So. Das war einfach nur, die haben da einfach nur gesessen, irgendwie zu 8, und haben vor ihrem Zelt zu 8 gesessen und haben ein Weinchen getrunken. Mit vielen bunten Lichtern. Mit extrem vielen bunten Lichtern. Das war jetzt nicht unser Stil. Wir mögen dann eher so, wir sind eher im Team Warmweiß, aber das war schon extrem doll. Aber die Leute sind halt cool drauf gewesen und die haben da, wir haben jetzt nicht mit denen gesprochen, aber sah halt schon gut aus. Auf einer eigenen Art und Weise. Und ich glaube, um das nochmal abzuschließen, dieses Zelten und Camping an sich lebt auch ein bisschen von Deko, von häuslich machen, von Gemütlichkeit schaffen und was Gemütlichkeit ist für den jeweils Einzigen, das ist ja immer noch eine ganz, ganz individuelle Frage und Camping ist für mich einfach nur gelebte Gemütlichkeit auf vielfacher Weise und ja, jeder macht sich's schön. Vor allen Dingen ist es einfach so unfassbar individuell. Also wenn ich mir vorstelle, ich gehe ins Hotel, da sehen alle Hotelzimmer gleich aus, auch wenn ich meinen Koffer auspacke. Und beim Campen ist es halt wirklich unfassbar unterschiedlich, so wie die Menschen halt auch beim Campen sind. Das stimmt. Ja, das ist völlig richtig und jeder macht da sein Ding draus. Und das ist auch richtig gut so. Und das muss auch so sein. Und
Wichtig ist nur, dass man sich nicht darüber in die Haare kriegt, was für einen die richtige oder die falsche Deko ist. Das stimmt. Und ja, ich glaube, diese völlig ungeplante und unstrukturierte Folge, wo wir einfach nur mal gesagt haben, was uns gerade so einfällt, die ging auch schon wieder echt schnell vorbei. Das stimmt. Also ich würde aber nochmal sagen, mich interessiert das, was ihr für Deko habt, beziehungsweise in was für einem Mobil oder sonstiges ihr unterwegs seid und inwiefern ihr da Deko mitnimmt. Das würde mich schon interessieren. Vielleicht habt ihr auch nochmal ein paar Tipps für uns. Ja, definitiv. Und also Wimpelkette bin ich raus, aber sonst... Vielleicht habt ihr ja eine richtig schöne Wimpelkette und ich krieg Fabian überzeugt. Vielleicht auch das. Ich stehe auf Unifarben. Aber auf jeden Fall, das ist, ja genau, eine gute Idee. Schreibt uns, kommentiert uns. Wir haben da, glaube ich, auch sogar einen Beitrag gemacht zu. Insofern, ja, seid dabei und berichtet uns zum Camping. Mir fällt gerade noch was ein, was ich an Deko richtig gut finde und Fabian auch. Da bin ich jetzt richtig gespannt. Makramee. Makramee, da hast du völlig recht. Eigentlich hatten wir die Folge jetzt schon abgesagt quasi, aber jetzt bringst du nochmal so einen Bringer irgendwie nochmal rauf. Aber dann mach mal. Also ich habe meine Liebe für Makramee entdeckt, bin manchmal am Verzweifeln. Vor allem habe ich mir letztens ein Projekt vorgenommen und das war eine kleine Handtasche zu knoten. Und das hat Ewigkeiten gedauert. Da ist so ein Wandbehang oder irgendwie, was habe ich denn noch gemacht? Ich habe schon so viel... Schlüsselanhänger, ja. Einkaufsbeutel, du hast alles Mögliche schon gemacht. Und das kann man halt... Ich finde, das passt sehr, sehr gut zum Campen, weil ganz oft diese Garnfarben auch wirklich so natürlich sind und wirklich gut zum Campen passen. Und dementsprechend liebe ich Makramee. Und Makramee kann man gut mitnehmen, aufhängen. Und es ist eine sehr meditative Art und Weise, Zeit beim Camping positiv mit Qualität rumzukriegen. Genau, und wenn ihr vielleicht nochmal ein paar coole Makramee-Ideen habt, die ich knoten könnte, würde ich mich natürlich auch darüber freuen, weil ich bin immer offen für neue Ideen bei Makramee. Macht ihr überhaupt Makramee? Wisst ihr, was das ist? Das könnte man ja auch nochmal fragen. Stimmt, also um das kurz zu sagen, du knotest ganz viel und am Ende hast du ein Muster. Ja, gut, also wie gesagt, ihr seid gefragt, schreibt uns, kommentiert unter unsere Posts, was euch dazu einfällt, zu unseren Fragen, zu Makramee, zu Deko im Zelt, zu Deko im Wohnwagen, Wohnmobil, Dachzelt, wie auch immer. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die uns immer interessiert. Der Austausch mit euch ist super. Wir freuen uns, bald wieder von euch zu hören. Und ich glaube, als nächstes Thema machen wir wahrscheinlich dann unser neues Zelt. Ich glaube, das passt ganz gut. Das denke ich nämlich auch. Und dann kommt auch später nochmal, haben wir nochmal ein paar Sachen vorbereitet mit Gästen. Da könnt ihr euch auch schon mal drauf freuen. Und ja, was eben unsere Camping-Saison 2021 mit sich bringt. Und versprechen wir euch, dann ist es auf jeden Fall ein bisschen strukturierter. Und ja. Ist ja auch geplant, das Jahr. Ist ja auch geplant, das Jahr. Gut, ihr Lieben, habt es schön, kommt gut durch die Zeit und wir hören uns beim nächsten Mal und wir freuen uns ganz doll auf den Austausch mit euch. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss.